So, heute habe ich mal das Visier geputzt. Ich sehe wieder was. Nicht wie bei meiner letzten Tour, wo ich so noch die ganzen Fliegeneinschüsse auf dem Visier hatte. Aber gut. Ja, wie ihr erkennen könnt, gestern ist das Windschild gekommen und das habe ich gestern Abend angebaut. Hier, ne? Kann man sehen. Und ich habe jetzt auch mal hier die DJI Mimo App als Kontrollbild laufen, weil ich habe auch noch ein bisschen was an meinem Helm, Kameraposition, Mikrofonposition verändert. Und jetzt bin ich heute Morgen dann mit dem Roller auch zur Arbeit gefahren. Da geht es allerdings nur durch die Stadt. Das heißt, ich kann da gar nicht gucken, bringt mir das Windschild überhaupt was? Ja, und darum soll es jetzt eigentlich heute gehen. Mal schauen, wie so die erste Fahrt, die dann etwas schneller ist, so über die Landstraße, ob das Windschild tatsächlich was bringt oder nicht. Ja, und wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Was natürlich schon schön ist, ist, dass jetzt auch dann das Handy hinter dem Windschild direkt geschützt ist. Ich denke mal, das wird auch ein kleines bisschen was, sag ich mal, an Windwiderstand ja gegeben haben und wird vielleicht auch was dazu getan haben, dass man vielleicht auch einen kleinen Ticken langsamer ist in der Endgeschwindigkeit. Ich weiß es nicht. Was ich allerdings heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit und ja auch zurück aus dem Büro dann heute Nachmittag gemerkt habe, ist, dass der abgeleitete Wind, also es geht tatsächlich so etwa bis hier Helmkante, ja, bis unter den Helm, so ein bisschen am Hals noch und so gegen den Helm. Und ja, dass die Windgeräusche vielleicht einen kleinen Ticken lauter sind, das gilt es auch dann herauszufinden. Das Windschild ist ein Original Vespa Windschild, also kein Nachbau oder sowas. Und das hat hier unten drauf, da ich weiß nicht, ob man das sehen kann, hier, da, so ein Hologrammaufkleber drauf von Vespa. Sieht richtig cool aus. Oh ja. Erschwerend kommt auch noch heute hinzu, dass es relativ windig ist. Nach dem Sturm von gestern Abend, der ja über Nordrhein-Westfalen gefegt war, haben wir noch so ja, Auswirkungen, Windauswirkungen zumindest. Das Wetter sieht geil aus, das ist richtig, aber es ist immer noch was windig. Ja, das Mikrofon habe ich jetzt, wie gesagt, von der linken, also aus Fahrtrichtung, in Fahrtrichtung gesehen, von der linken Seite im Helm auf die rechte Seite im Helm umgebaut, so dass der Mikrofonkopf auch ein bisschen von der DJI verdeckt ist. Im Großen und Ganzen bin ich eigentlich recht zufrieden mit diesem Mikrofon-Setup, so wie ich es aufgebaut habe. Ich verwende das Speedlink-Lavalier und dann am Zoom F2 Field Recorder. Mein Herr, wo wollen wir hin? Okay. Den Field Recorder, den habe ich jetzt hinten am Helm mit Klettband dran gemacht und habe diesen Anschluss, diesen Klinkenanschluss vom Lavalier mit schwarzem Tapeband noch umtaped, weil der ist eigentlich rosa und das sieht so scheiße aus. Naja. Ja, und da ich das Mikrofon auf die rechte Seite umgebaut habe, hat nicht nur was damit zu tun, dass das Mikrofon dann hinter der DJI dann steht, sondern ich habe das im Prinzip vorbereitend dafür gemacht, wenn ich mir mal ein Intercom zulege und das ja in der Regel links dann dran gemacht wird. Da muss ich mich mal langsam mit auseinandersetzen, was ist halt eben sinnvoll. Alle Welt redet von Mesh bei den Intercoms. Also ein Sena 30K scheint wohl so das ja, beliebteste wohl zu sein, weil es diese Mesh-Funktionalität besitzt und weil es, naja, ich sag mal, im Preisrahmen noch liegt, ne?
Wobei, was ich jetzt gesehen habe, ich glaube bei FC Moto war es, da gibt es die FC Moto Edition von dem 30K für 239 Euro. Du kriegst bei eBay Kleinanzeigen, kriegst du sie für gebraucht dann natürlich für 200 Euro, 230 Euro. Also ich würde mir nicht ein gebrauchtes antun, wo ich dann für 30 Euro mehr Neues bekomme. Ja, jetzt fahren wir hier mit knapp 80 und der Winddruck auf der Brust, der ist tatsächlich nicht mehr. Das ist sehr angenehm. Und ja, wie ich heute Morgen schon gedacht habe, das ist etwas lauter im Helm. Ja, bin ich mal gespannt, wie sich das auf die Tonaufnahmen ausmacht. Das ist interessant. Und was mir direkt auffällt, ist, dass das Handy vorne nicht mehr wackelt. Das war ja tatsächlich bei höherer Geschwindigkeit auch, hat es dann ein bisschen geflattert. Und das kann man jetzt relativ gut erkennen, dass das tatsächlich dann vom Wind war, weil das ist jetzt komplett ruhig. Und die spannende Frage natürlich wird sein, inwieweit macht sich das Windschild, das ist ja dieses kleine Cruiser-Windschild, seht ihr ja, inwieweit macht sich das Windschild auf die Endgeschwindigkeit bemerkbar? Ja, zum Thema Endgeschwindigkeit, also Top Speed, werde ich noch ein separates Video machen in Kürze, wenn ich dann nächste Woche, ja, jetzt Wochenende, wie gesagt, steht ja Holland an, nächste Woche dann ein bisschen Zeit habe. Und das Wetter dementsprechend ist, werde ich dann halt ein Topspeed-Video machen. Wobei ich ja schon den Teil 1 von diesem Video gemacht habe. Das heißt, ich habe Topspeed ohne Windschild dann schon mal aufgenommen. Und auch per GPS-Messung mitgemessen sozusagen. Ja. Dann steht halt eben jetzt noch die Fahrt aus mit Windschild und GPS-Messung und dann stellen wir das mal in den Vergleich und dann werden wir es ja sehen. Ne? Da bin ich echt gespannt drauf. Also wie gesagt, was sehr angenehm ist jetzt schon, ich bin jetzt gerade mal so 70 hier, aber der Winddruck auf der Brust, auf dem Bauch, das ist nicht mehr. Ja, das ist echt windstill, wenn ich hier so fühle. So ab hier, ja genau, hier. Und das geht dann so, ich sag mal, bis Kameraposition. Geht dann der Wind. Oder ab da fängt der Wind dann wieder an. Es ist schon angenehm, Leute. Das ist schon cool. Optisch, finde ich, macht das kleine Windschild. Ja, ich will jetzt nicht sagen, es macht was her, aber es passt einfach dazu. Ein größeres Windschild würde ich jetzt nicht unbedingt wollen, ehrlich gesagt. Na also. Ah, hier ist 70 fahren. Aber relativ, ja, viel Wind auf dem Hals jetzt und gegen den Helm. Da müssen wir mal schauen, ob 70 Ende. Da müssen wir mal schauen, ob sich das tatsächlich im Ton bemerkbar macht. Ja, die geht gut weg. Leute, das, ja, definitiv, kann ich euch jetzt schon sagen. Was bringt was in der Endgeschwindigkeit? Oh, das ist Blitzi und hier ist 70 fahren. Hallo, guten Tag, Blitzi. Guten Tag, da war auch ein Blitzer drin. Also es macht tatsächlich den Eindruck, dass es was bringt. Jetzt ist ja noch auch noch bei mir hinten der Koffer ja drauf, ne? Der ja auch noch ein bisschen, ja, wahrscheinlich durch die Windverwirbelungen vom Körper her jetzt gesehen, da auch noch ein bisschen gebremst hat. Also ich denke mal, dass das tatsächlich in der Endgeschwindigkeit ein paar Stundenkilometer bringen wird. Aber hoffentlich ist das mit dem Ton. Oh, das ist schon. Man hört jetzt doch den Wind recht gut. Im Helm, muss man sagen. Ich war jetzt knapp 90. Ja.
die geht irgendwie, die marschiert irgendwie besser jetzt auch in den oberen Geschwindigkeiten raus. Also ich sag mal, bis 80 ist ja bei der GTS überhaupt kein Thema, da zieht die ja sehr, sehr gut durch. Aber so ab 80 bis 100, da ist sie etwas träger. Und ja, ich weiß nicht, kann jetzt subjektiv sein, der Eindruck. Aber ich meine, dass er da etwas besser rauskommt. Würde mich echt freuen. Würde mich echt freuen, ne? Wirklich. Ach Leute, ihr wisst gar nicht, wie unwahrscheinlich befriedigend das ist, sich abends so nach Feierabend auf die Vespa zu setzen und einfach so eine Runde zu drehen. Und dann, wenn man danach so schönes Wetter hat wie jetzt, zwar ein bisschen windig, aber egal, dann macht das umso mehr Spaß. Ne? Guckt euch das an, die Sicht da hinten in die Eifel rein. Wahnsinn, Wahnsinn. Einfach nur schön. Die Aussicht genießen, das Cruisen genießen, total geil, total geil, 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 geil. Oh, das Ding sieht aus. Weniger als 10% Akkuleistung. Ja, ihr könnt es da vorne sehen, ne? Das Akku von der DJI neigt sich zum Ende. Gut, so weit bin ich jetzt auch nicht mehr weg von zu Hause, 3-4 Kilometerchen. Deshalb werde ich jetzt hier schon meine Verabschiedungsrunde machen. Also, erste Eindrücke vom Windschild. Kommt gut. Muss ich sagen, obwohl ich den Eindruck habe, im Helm ist es etwas lauter. Das wird sich dann zeigen. Aber ich denke mal im Allgemeinen, sollte sich das positiv ausgehen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann bedanke ich mich recht herzlich und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, Leute. Tschüss.